Hallo und herzlich willkommen bei Zec Fishing Bales. Ja, in der letzten Ausgabe haben wir da zusammengepackt, wo der Dauerregen losging. Es ist noch Dauerregen, wobei er jetzt mal sich ein bisschen beruhigt hat. Und heute, ja, die große Freiheit. Guckt euch das mal an, wo wir sitzen. Das ist ein mega geiler Spot. Warum wir hier sind, was wir vorhaben, was uns alles passieren wird, erfahrt ihr im nachfolgenden Film. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, nicht nur in Deutschland gibt es die große Freiheit, sondern auch hier. Ihr seht, alles ringsherum ist Wasser. Und kurzes Update vom Fluss, warum wir jetzt hier sitzen. Ihr habt ja gesehen im ersten Teil, dass ich mit Micha und Tom dieses Steilufer gemacht habe, Naturufer. Übergang auf Packung bei etwas tieferes Wasser. Hatte ich euch alles erklärt, hat auch gefunzt. Wir haben ja Fisch gefangen. Aber ganz ehrlich, ich hätte mir mehr erwartet. Und dadurch, dass wir auch nur relativ wenig Zeit haben hier am Gewässer, habe ich gesagt, okay, wir moven dann auch gleich wieder. Das kann sein, wir hätten jetzt noch da einen dicken abgeholt, wenn wir länger dort geblieben wären. Das kann sein. Ich bin mir relativ sicher, dass da viele Fische waren, auch weil die Köder so nervös waren. Aber wie gesagt, es ist bei diesen zwei Fischen geblieben. Heute früh beim Ruten reinholen hat soweit alles gepasst. Da kommen wir gleich zum Punkt, warum ich mir das jetzt hier rausgesucht habe. Ich mache das ja immer, wenn ich irgendwo neu bin und fahre meistens flussauf, ca. 10 Kilometer, 8 bis 10. Das richtet sich immer ein bisschen nach dem Gewässer. Und beim Hochfahren brauche ich viel Zeit, weil dann gucke ich mir schon verschiedene Ecken an. Und dann mache ich immer Folgendes. Ich fange an immer auf einer Sache, wo ich ein sehr gutes Gefühl habe, gutes Vertrauen. Und so baue ich mir dann Plätze auf, wo ich da vorbeifahre, denke, Mensch, das sieht richtig geil aus, das machen wir. Dann fahre ich zum anderen Spot, das machen wir auch. Und versuche dann immer verschiedene Optionen zu haben. Also sprich, dieses Naturufer war ich mir sicher, dass da Fische liegen, dass die da zu Hause sind. Weil dort war viel Holz, tiefes Wasser, die Strömung war gebrochen. Und im Gegensatz zum Rest vom Flussverlauf hier war es halt schon eine sehr, sehr markante Stelle. Aber die war halt auch so markant, dass die andere Angler gefunden haben. Da war schon die eine oder andere Reißleine im Baum. Das bleibt nicht aus. Ich bin nie der Erste irgendwo, das ist ganz klar. So, und ich habe mir natürlich schon beim Hochfahren, wie gesagt, viele Bereiche angeschaut, wo ich mir sicher bin, wenn die Fische ziehen und fressen, dass sie dann dort vorbeikommen müssen. Und hier ist das jetzt so. Hier oben geht ein Abriss fast bis rüber, drückt den Fluss extrem dicht zusammen. Also keine Ahnung, der ist dann noch 60 Meter vielleicht, 70 Grad drüber, viel mehr werden es nicht sein. Dadurch, wo der Fluss so zusammengedrückt wird, beschleunigt er. Wo er beschleunigt, gräbt er tief aus. Drüben haben wir so 7 Meter. Und genau vor uns, da runter zu es, dieses ganze Gras im Wasser hat 4, maximal 5 Meter und wird aber gebrochen, weil die Strömung dort außen rum läuft. Das zeige ich euch dann nochmal auf dem Block. Und beim Vorbeifahren habe ich schon gesehen, dass da extrem viele Brassen drin stehen. Die sind da rausgeschossen hin und her. So, und dann war ich mir relativ sicher, das ist ein Fressplatz. Und dann machen wir das heute. Wir werden wahrscheinlich nur 4 Ruten einsetzen. Das hat auch einen Grund, das erkläre ich euch vielleicht dann noch später. Wir haben jetzt erstmal alles rausgeschmissen, haben ein bisschen Ordnung gemacht. Tom holt noch 2 Sachen aus dem Auto. Wir essen jetzt was. Montagen sind soweit fit. Das gucke ich nur noch mal durch, ob das auch soweit alles passt. Und dann ziehen wir die Routen und da nehme ich euch mit. Denn heute heißt es, wir müssen viel laufen, weil wir große Distanzen fischen. Und da wir das nicht alles mit dem Boot zurückfahren können, müssen wir das laufen. Da kann sich schon einer freuen. Vor allen Dingen der dann dran ist mit Drillen. Aber warum das so ist, zeige ich euch dann. Ja, wir haben die Ruten reingeholt, hatten gerade einen Fehlbiss.
Denn gestern Abend konnte ich euch gar nicht zeigen. Es ist alles relativ spät geworden, das war das eine. Aber was viel mehr zu Buche geschlagen hat, war der Dauerregen. Der war dann wirklich sehr ausgiebig, hat bis heute Morgen angehalten, war auch richtig was zusammengekommen in dem Boden. Und wir merken es jetzt an den Rutenhaltern, an unserem kleinen Island hier, dass das Wasser steigt. Wie viel das ist, können wir noch nicht abschätzen. Ein bisschen was kommt, das ist halt das Regenwasser. Und das Regenwasser hat auch dem Fluss zu gestern, also ziemlich genau vor 24 Stunden, 2 Grad abgekühlt. Jetzt haben wir natürlich überlegt, was machen wir? Das ist ja, wie gesagt, ein reiner Fressplatz, wo ich denke, dass die Fische hier lang kommen. Wir hatten definitiv einen Biss, ging einmal runter, hat sofort den Stein weggeknallt. Lässt immer auf einen besseren Fisch schließen, weil das in der Regel ein Meterfisch gar nicht schafft. Aber die Forelle und so war noch dran, war auch unversehrt. Auch das lässt auf einen großen Fisch schließen, auch dazu immer. Weil mir ganz viele dann immer, ja, und das sind so viele Fehlbisse und die hat so geklingelt. Ein großer Fisch klingelt gar nicht meistens. Der geht nur runter, wenn er hängt, kommt der meistens dann wieder zurück. Und dann läuft er erst in die Bremse. Und wenn das immer so klingelt, dann ist das meistens kleinere Fische, die den Köder meistens gar nicht schaffen. Teilweise auch Katzenwelsaktion. Wir haben gesagt, okay, wir bleiben hier sitzen. Ihr seht es, das Wetter hat sich etwas beruhigt. Wir haben noch Wind, aber es ist wirklich kalt geworden. Es ist natürlich jetzt ganz schwer, diese richtige Entscheidung zu treffen. Dieses Kopfangeln im Naturufer hat uns zwar Fisch gebracht, da wieder zurück, einen Platz suchen mit ähnlicher Struktur, ja und nein zugleich. Wir haben gesagt, okay, allein schon durch das Wetter, das war schon immer so in den vergangenen Jahren, dass es noch nie so war, wenn das so Dauerregen war, dass ich da gut gefangen habe. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir nutzen das, denn wenn das Wasser jetzt noch etwas steigt, selbst wenn das nicht viel ist, was wir natürlich hoffen, sonst saufen wir ab, ist dieser ganze Kanal, dieser Punkt, wo das hier mit dem Hauptfluss zusammenläuft, beruhigt sich das, weil hier haben wir jetzt Strömung drin. Hier drückt das jetzt durch und dort, wo das mit dem Fluss zusammenkommt, beruhigt sich das dann etwas, weil es so reindreht. Und darauf spekulieren wir jetzt. Fische sind da, definitiv. Wir haben auch Weißfisch, Futterfisch gesehen, gehört und haben jetzt noch mal ein bisschen die Technik aktiviert, was ich gestern Abend gar nicht so gemacht habe, viel auf Gefühl wieder abgelegt. Ich habe jetzt wirklich jeden Stein abgemessen mit dem GPS. Das ist immer wieder dieser Vorteil, wenn diese Technik im Schlauchboot ist, damit ich die Distanzen weiß, ob das überhaupt reicht von der Schnur. Wir sind jetzt bei 366 Meter, die erste Route, die erste Montage von unserem Angelplatz bis davor an die Grasnarbe. Warum so weit? Das hängt wieder mit diesen Schnurwinkeln zusammen. Wir können hier nicht einfach rausangeln, denn dieses Gras stirbt jetzt ab in Tonnen. Und wir wollen einen langen Schnurwinkel haben, legen hier die Schnüre auf und von der Montage bis zum eigentlichen Austrittswinkel ist die Schnur unten, weil nochmal ein Absenkstein reinkommt. Das zeige ich euch jetzt. Wir bereiten alles vor und dann bringen wir die Ruten ins Rennen, heute früher, damit wir zeitiger fertig sind, damit Ruhe reinkommt. Und hier seht ihr jetzt schon, dass das da durchläuft. Gut, schauen wir mal, ob die zweite Nacht die richtige Entscheidung ist, hier sitzen zu bleiben. Wir werden es spätestens morgen früh erfahren. Montagen sind vorbereitet, Steine sind vorbereitet. Wir legen 4 Ruten, das bleibt dabei. Ganz kurzer Tackle-Check, Rute, Rolle und Schnur, Pro-Cat in Soft, 2,80 Meter. Dann habe ich die Kette-Tack dabei, auch die 2,80er Variante, absolut meine Lieblingsruten für alle gängigen Angelarten im normalen Bereich. Also wenn ich jetzt nicht weit spannen muss mit Bojen oder so, dann würde ich eine andere Rute bevorzugen. Aber jetzt für diese Fischerei mit der U-Pose auch das Stone in 2,70, weil wir ja einen Großteil der Schnur nur auflegen. Dann reicht das vollkommen. Ja, was haben wir noch dabei? Natürlich, wie immer, das Tascan, Unterfangcatcher, einen Setzcatcher haben wir dabei. Dann haben wir dabei den Solid Brolli, um uns vor den Dauerregen zu schützen und vor dem Wind. Das zum Tackle-Check, natürlich Kleinteile ist klar. Wir probieren die letzten 2 Tage nur noch farbige U-Posen. Schwarz haben wir komplett weggenommen, weil wir da das meiste Vertrauen haben. Das Wasser ist immer noch sehr, sehr klar, trotz des Regens. Und so sieht der kurze Tackle-Check aus. Und wir machen uns jetzt und legen die Ruten.
Was diesmal ein bisschen anders ist, wir haben alle Routen mit einmal dabei, weil jeder am Ufer zurücklaufen muss und dann nimmt er je gleich zwei Routen mit. Das ist immer am schnellsten fertig. Das kennt ihr schon alles. Relativ schwere Steine. Haben wir uns hier jetzt gesucht. Ein paar schöne Backsteine. Technik diesmal Echo plus GPS-Karte, damit wir diese Punkte wiederfinden. So, dann haben wir uns schon alles Absenksteine vorbereitet. So, jetzt sieht man das hier schön, dass das Wasser, was hier aus dem eigentlichen Überschwemmungsgebiet reindrückt, hier verwirbelt und die eigentliche Strömungskante zieht jetzt immer weiter raus, umso mehr Strömung da entsteht durch das etwas steigende Wasser von dem Regen jetzt. Normal wird so ein Platz dann immer besser, dass man da auch mal sagt, okay, man gibt ihnen eine zweite Nacht, obwohl man in der ersten da nichts gefangen hat. Wie gesagt, einen kurzen Anfasser hat man. Mal sehen, ob sich das dann heute Nacht ändert, wenn sich das Wetter jetzt beruhigt hat und Harschen alle wieder im Rennen sind. Diesmal ein bisschen früher, dass wir Ordnung drin haben. Der Platz sieht nach wie vor sehr, sehr heiß aus. Und was wir diesmal auch machen, wir gehen mit den Routen ein kleines Stück weiter raus. Weil letzte Nacht hat man überhaupt kein großes Problem durch das Absenken gleich die Schnur in die Ufervegetation unten reinzulegen, hat man überhaupt keine Probleme mit Gras in den Montagen. Deswegen gehen wir jetzt ein kleines Stück weiter raus. Vielleicht sind die Fische doch eher, wenn sie aus den Tiefen kommen, dass sie schneller auf unsere Köder treffen. Gestern haben wir geangelt bis 3,20 Meter, heute werden wir mal bis auf die 4 Meter Kante gehen. Da der bis auf 3 Meter kam, werde ich auch gleich zwei Routen dort setzen und die bei 2,5 Meter auch wegnehmen. Auch immer wieder so ein Punkt, wenn er den Platz dann noch eine Nacht gibt, die Routen etwas anders zu stapeln. So, 3 Meter und keine 5 Meter neben uns geht das Kraut hoch. Da sieht man schon. So, nehmen wir einen Absenkstein. Ein bisschen später erst. Habt ihr schon mal in Spanien gesehen, wo ich euch das gezeigt habe, mit diesem guten Schnurwinkel, dass der Hauptdreck drüber läuft. So, Uno. So, Michel steht jetzt im Wasser, wartet. Den drückt man dann gleich die zweite Route in die Hand, wenn wir die gesetzt haben. Die wird jetzt etwas kürzer. Und so staffeln wir wieder dieses Gras jetzt ab, bis man genau an den Punkt kommt, wo das da hinten zusammenläuft. Ja, die Kraniche ziehen. Definitiv das Zeichen, dass es Winter wird, auch in Italien. Das merken wir jetzt wirklich heftig. Wie gesagt, zu gestern ist das Wasser 2 Grad kälter geworden. Es steigt zwar, wir hoffen natürlich nicht zu viel, aber bis jetzt sieht das alles noch entspannt aus. Routen sind scharf und bevor die Sonne ganz verschwindet, nehme ich mir Zettel und Stift zur Hand, zeige euch den Platz nochmal aus der Vogelperspektive, erkläre euch das nochmal, wie und warum wir jetzt hier so angeln und dann drückt uns die Daumen, dass in unserer zweiten Nacht hier am Spot endlich mal was geht und dass der dann auch hängen bleibt. Der Platz aus der Vogelperspektive, also hier drüben ist Packung, da schießt es richtig durch, weil das hier so zusammengedrückt wird. Hier hat der Fluss keine 60 Meter mehr und hat dadurch da drüben eine Strömungsgeschwindigkeit von 7, teilweise sogar 8 km/h, wenn ich mal Motor ausgemacht habe, habe mich abtreiben lassen. Und dadurch ist auch dieser ganze Bereich sehr tief ausgegraben. Hier die Seite ist hier jetzt diese kleine Landzunge übrig geblieben. Das ist wirklich eine reine Insel, weil das hier
vorbeiströmt. Das ist alles Gras und hier vorne, wo der strömt, ist das auch so im Schnitt, ich würde mal sagen, maximal 40 cm und wird nach unten hin dann immer tiefer. So, warum 4 Routen und warum dann diese ewig langen Distanzen? Natürlich immer wieder wäre es auch möglich, das Boot dann hier hinzustellen, um kurz zu angeln, aber hier kann ich halt nirgendwo sitzen. So, und dann habe ich halt gesagt, wir machen 4 Routen aufgrund des interessanten Spots und ich glaube, der ist halt hier. Hier schiebt die Strömung lang und hier kommt die zusammen. Und da, wo das zusammenläuft, dreht das so am Ufer. Muss man ein bisschen aufpassen, deswegen lege ich nicht direkt ans Kraut, weil das zurückläuft. Und da ist halt die Gefahr sehr groß mit den Forellen, dass wir Tangles uns selber produzieren. Deswegen gehe ich ein Stück raus, fange an auf der 3 Meter Kante, dann ziemlich identisch 3,20, 3,50, 4. So, und deswegen auch so wenig Routen, weil ich hier gar keine mehr in meinen Augen gut präsentieren kann, weil hier schon der Hauptströmungsdruck ist. Und deswegen ewig lang, genau dieser Punkt, wo das so zusammenläuft, das ist mir wichtig, direkt vor dieses überspülte Gras, wo hier die Futterfische hin und her wechseln, die sehen wir regelmäßig hier beim Springen kurz davor. Also in meinen Augen, selbst wenn da jetzt nichts kam, definitiv in der wärmeren Jahreszeit eine absolute Bank in meinen Augen. Aber wie gesagt, es ist halt abgekühlt, das starke Regenwasser. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel nachkommt. Natürlich nicht zu viel. Viel Luft haben wir hier nicht auf unserem Island. Aber ich messe mir das dann immer aus, stelle mir einen Stock vorne in den Uferbereich, messe dann, wie viel macht der Fluss in der Stunde. Und das kann ich dann relativ oft schön hochrechnen. Also wenn er einen Zentimeter macht, weiß ich, in 10 Stunden 10 cm und so weiter. Sind wir aktuell nicht. Also wir sind aktuell unter einen Zentimeter in der Stunde. Deswegen sehe ich das alles relativ entspannt. Aber es ist jetzt etwas gekommen. Was mir viel mehr Sorge bereitet, ist das schnell abkühlende Wasser durch den Regen. Aber wie gesagt, ich finde den Platz mega heiß, deswegen geben wir den noch eine Nacht. Vielleicht kommt da noch was und deswegen diese ewig langen Distanzen von unserem eigentlichen Angelplatz und deshalb auch so wenig Routen, weil die hier vorne liegen in dem Bereich, wo das zusammenläuft und hier vorne will ich überhaupt keine haben wegen dem hohen Strömungsdruck. Einen wunderschönen guten Morgen. Unsere zweite Nacht hier an der Grasnarbe ist vorbei. Bis gestern Abend ca. 22 Uhr ist Wasser gestiegen und danach war Schluss. Jetzt geht es wieder zurück. Natürlich war das für uns Glück, denn wenn da viel mehr gekommen wäre, wäre man hier definitiv abgesoffen. Unterm Strich bleibt eine Aktion im ziemlich genau, ja, fast 48 Stunden. Das ist natürlich sehr mau, weil wir uns schon mehr versprochen hätten, aber auch das sind halt immer wieder diese äußeren Bedingungen. Und genau deswegen zeigen wir euch auch einen Film, wo wir eben keinen Fisch haben an eins der besten Wallerevieren in Europa. Weil das gehört dazu. Wir haben angefangen in der Hochdruckphase, dann hat sich das Wetter geändert. In der Hochdruckphase hatten wir Aktion, wir haben Fische gefangen. Dann hat sich das Wetter komplett geändert, 2 Tage Dauerregen mit Wind und so weiter. Jetzt ist Wasser abgekühlt, jetzt klart es wieder auf, der Luftdruck geht wieder nach oben und das ist immer wieder das Indiz. Einmal, dass das große Fressen vorbei ist, Herbstfressen ist rum. Die Fische gehen jetzt in die Winterquartiere auf ihren Ruhestellen. Dort heißt es für uns, werden wir sie aktiv dann beangeln. Das ist dann wieder ein kommender Film. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen, alles Gute, euer Benny, ciao.